In diesem Video werde ich die Champions League gewinnen, aber ohne dabei ein einziges Tor zu schießen. Sollte ich aber scheitern, muss ich als Bestrafung diese extrem scharfe Chili essen. Mein Team für dieses Experiment ist eines der 5 deutschen Teams in der Champions League diese Saison. Komm, bitte nicht Dortmund, bitte nicht Dortmund. Ja, super. Und es ist natürlich besser. Aber gut, der BVB-Kader ist, was die Defensive betrifft, eigentlich ganz in Ordnung. Dann gehen wir rein ins erste Gruppenspiel gegen Kopenhagen und meine Taktik ist ganz klar. Fünferkette, sehr defensiv und irgendwie versuchen, ein 0:0 zu halten. Was meinst du, werde ich diese unmögliche Challenge schaffen? Schreib jetzt entweder Sü oder No in die Kommentare. Das erste Spiel ist durch, wir haben kein Gegentor kassiert und den ersten wichtigen Punkt geholt. Aber wie du vielleicht schon bemerkt hast, gibt's ein kleines Problem bei der ganzen Sache, denn wenn wir 6-mal 0:0 spielen, können wir natürlich auch maximal 6 Punkte holen. Und um damit die Gruppenphase zu überstehen, brauchen wir eine ordentliche Portion Glück und müssen hoffen, dass Kopenhagen und Sevilla sich den ein oder anderen Patzer leisten. Denn wie gesagt, Freunde, ansonsten muss ich als Bestrafung diese extrem scharfe Chili essen und würde danach Feuer speien, wie Glurak. Und wir gehen direkt rein ins zweite, unfassbar wichtige Spiel gegen den FC Sevilla. Und das Spiel ist auch schon wieder so in ein ultraspannendes 0:0. Und aktuell stehen wir auf Platz 2 in der Tabelle, auch weil Manchester City bisher jedes Spiel gewonnen hat. Aber jetzt wird's wirklich interessant, denn in den nächsten beiden Spieltagen spielen wir gegen Manchester City und Kopenhagen gegen Sevilla jeweils im direkten Duell. Und ich will euch in der Gruppenphase nicht langweilen, Freunde. Wir haben sowohl zu Hause als auch in Manchester 0:0 gespielt, auch weil Gregor Kobel uns mehrmals den Allerwertesten gerettet hat. Aber noch viel wichtiger, wir sind gleich auf mit Kopenhagen und Sevilla mit jeweils 4 Punkten, denn die haben sich in den direkten Duellen jeweils gegenseitig besiegt. Und damit könnten uns jetzt tatsächlich 2 Unentschieden in den letzten beiden Gruppenspielen ausreichen, um in die K.O.-Phase einzuziehen. Aber Freunde, dort wird's richtig wild, denn da gibt's noch ein paar Bonus-Challenges. Also dranbleiben. Und Freunde, wir haben im vorletzten Spiel gegen Kopenhagen auch wieder ein glanzloses 0:0 geholt. Und jetzt ist die Tabelle ultra spannend, denn Kopenhagen, Sevilla und wir Dortmunder haben 5 Punkte. Und es geht am letzten Spieltag gegen Sevilla um alles. Und die Ausgangslage ist klar, wenn wir 0:0 gegen Sevilla spielen und Kopenhagen gegen Manchester City verliert, dann gehen wir in die K.O.-Phase. Und wenn nicht, muss ich eine scharfe Chili essen. Und Sevilla war richtig gefährlich. Doch Gregor Kobel machte abermals das Spiel seines Lebens, parierte alles, was auf seinen Kasten kam und rettete uns ein 0:0. Und mich hat beim Erstellen dieses Videos die One Football App gerettet, denn dort gibt es alle News zur Champions League und dem aktuellen Geschehen im Weltfußball. Schauen wir mal rein und gucken, ob der BVB weitergekommen ist. Jetzt Platz 2 und damit in der K.O.-Phase. Danke One Football, da habt ihr mir Glück gebracht. Und Sekunde, wir können hier in der One Football App gucken, wer Torschützenkönig im Real Life wurde. Erling Haaland mit 12 Toren. Ja, da waren wir mit dem BVB weit entfernt. Und während wir hier gespannt die Auslosung fürs Achtelfinale verfolgen, fügen wir den BVB einfach mal schnell als unseren Lieblingsverein hinzu. Das geht bei OneFootball ganz easy. Einfach oben auf den Stern klicken, Push-Benachrichtigungen aktivieren und zack, verpasst du keine News mehr von deinem Lieblingsverein. Oh, Sekunde, Freunde, unsere Auslosung steht fest. Wir bekommen es im Achtelfinale mit dem FC Liverpool zu tun. Und das Gameplay würde ich euch zu gerne in der OneFootball-App zeigen. Aber Freunde, die können sogar noch was Besseres. Real-Life-Highlights aus Top-Ligen wie der Premier League oder der Serie A und sogar Livestreaming ist bei OneFootball möglich. Also Kollege, worauf wartest du noch? Hol dir jetzt über den Link in der Beschreibung die OneFootball-App oder du verpasst alle wichtigen Fußball-News und kannst gar nicht mehr mitreden. Ja, das ist richtig. Wir ballern jetzt aber straight rein in das Duell mit dem FC Liverpool. Und als wäre das nicht schon Challenge genug, gibt es wie vorhin auch angekündigt in der K.O.-Phase noch weitere Bonus-Challenges. Und welche Challenge das ist, das bestimmt natürlich unser guter alter Freund das Glücksrad und... Oh, das sieht gar nicht gut aus. Für die erste Challenge müssen wir Stürmer als Innenverteidiger spielen lassen. Und damit müssen Adeyemi, Moukoko und Malen jetzt die Offensive vom FC Liverpool verteidigen. Wir müssen das Spiel gewinnen und dürfen trotzdem kein Tor erzielen. Das kann ja was werden. Und im Hinspiel gaben sich die Jungs keine Blöße und erspielten vor heimischer Kulisse ein 0:0. Doch, du fragst dich jetzt vielleicht, sag mal, Fabi, wie willst du denn überhaupt ein K.O.-Spiel gewinnen, ohne ein einziges Tor zu erzielen? Ganz einfach eigentlich. Mein Ziel ist es, in jedem K.O.-Spiel in ein Elfmeterschießen zu kommen. Denn Tore, die beim Elfmeterschießen erzielt werden, zählen offiziell nicht als Champions League-Tore. Du Schlingel! Ja gut, aber jetzt müssen wir erstmal noch das Rückspiel überstehen. Oh, nicht zur Flanke kommen lassen, nicht zur Flanke kommen lassen! Oh mein Gott, was ein Monster-Safe! Junge, das war knapp, ich hab die Chili schon schmecken können. Und Freunde, Adeyemi, Moukoko und Malen, die warfen sich in jeden Schuss, grätschten alles weg, was sich bewegte. Und Gregor Kobel hatte wiederum einige Monsterparaden, die uns retteten. Und so stand es nach 120 Minuten in Anfield.
0:0. So, Freunde, und jetzt muss ein Elferschießen die Entscheidung bringen. Fabinho trifft den ersten für Liverpool. Aber Sebastian Haller ist ein sicherer Schütze und das zeigt er hier. Gregor Kobel gegen Thiago nochmal nach rechts und ja, der schießt wieder nach links. Die Batterie an meinem Controller ist schwach, aber der Elfer von Marco Reus ist noch schwächer und wir sind hier hinten. Das ist gar nicht gut. Jota gegen Kobel, jetzt hat er ihn endlich! Malen, komm, oben rechts, Junge. Yes, wir sind wieder drin, Freunde. Es ist so intensiv. Gregor Kobel gegen Jordan Henderson. Dieses Mal nach links. Gregor Kobel hat den nächsten. Oh, und Emre Can, warum mache ich das jetzt mit einem Lupfer? Egal, es wird belohnt, du Frechdachs. Oh, und wir haben den ersten Matchball. Kobel gegen Diaz. Komm nur, Diaz. Ja gut, der trifft auch. Aber ist egal, Mats Hummels mit all deiner Erfahrung. Mats Hummels macht ihn. Wir hauen Liverpool raus und stehen im Champions League Viertelfinale. Ja, leco mio. Und in der nächsten Champions League Runde wird es nicht unbedingt einfacher. Wir spielen einfach gegen Manchester City, die wir ja schon in der Gruppenphase hatten. Naja, aber gut, man muss das positiv sehen. Gegen die haben wir in diesem Video auch immerhin noch nicht verloren. Aber dieses Mal wird es ja noch schwerer wegen dem Glücksrad. Und bitte nichts allzu schwer. Oh, ultimative Schwierigkeit. Bitte nicht das nächste... Nein. Wir müssen mit einem Feldspieler im Tor spielen. Das wird jetzt richtig krass, Freunde. Also dann Gregor Kobel geht raus und Nico Schlotterbeck steht für ihn jetzt zwischen dem Pfosten. Da kann ich jetzt wirklich nur hoffen, dass der gute Nico zumindest meine Torwarthandschuhe trägt. Denn damit vergeht ihm zumindest nicht das Lachen. Und er macht auf jeden Fall eine gute Figur. Ja, das ist richtig. Und wir gehen rein ins Hinspiel gegen Man City und hoffen, dass Schlotterbeck von Erling Haaland nicht komplett hops genommen wird. Und das Hinspiel ist vorbei, Freunde. Und wer hätte es geahnt, es ging 0:0 aus. Aber die BVB-Abwehr hat den Haaland sowas von in der Tasche gehabt und Schlotterbeck... Der hatte mal absolut gar nichts zu tun. Naja, aber auch fein, da hat er wenigstens Zeit, diese coolen Handschuhe zu bestaunen. Hoffentlich läuft das im Rückspiel jetzt genauso rund. Schlotterbeck bekam dieses Mal alle Hände voll zu tun, doch er parierte alles. Ich parkte den BVB-Bus vor dem eigenen Tor und so stand es auch nach 120 Minuten im Rückspiel gegen Manchester City. 0:0. So, Freunde, vor der gelben Wand. Jetzt muss ein Elferschießen die Entscheidung bringen und Haller verballert den ersten. Oh mein Gott, Haaland muss jetzt halten gegen... Ja. Schlotterbeck muss halten, nicht Haaland. Komm, Reus mit dem nächsten Elfer. Reus macht den ersten für Dortmund. Schlotterbeck, kann er noch einhalten? In die Mitte, nicht so, Kevin De Bruyne. Oh, es sieht verdammt gut aus. Adeyemi mit dem nächsten. Und Man City hat noch keinen getroffen bisher. Ja gut, jetzt den ersten. Aber noch ist nichts passiert. Emre Can muss einfach nicht treffen, Edas Gnatin. Alvarez, komm, den haben wir wieder. Den haben wir... Nee, den haben wir nicht. In welche Ecke jetzt für Hummels? Wieder nach links. Oh, Ederson wäre dort gewesen, aber er ist drin. Jetzt haben wir Matchball. Silva gegen Schlotterbeck. Silva, ich hasse dich. Komm jetzt, Jude Bellingham, der Engländer. Macht ihn. Wir sind wieder vorne. Und Schlotti, du musst nur einhalten. Foden, der schießt doch wieder in die Mitte. Schlotterbeck hat ihn. Und wir werfen Man City raus und stehen im Champions League Halbfinale. Danke an Nico Schlotterbeck und danke an meine Torwart-Handschuhe. Die haben das Ding hier definitiv gewuppt, Freunde. Und wir stehen plötzlich gegen Messi und Co. im Champions League Halbfinale. Dortmund gegen Paris Saint-Germain. Aber natürlich jetzt noch das Challenge-Glücksrad drehen und das meint's nicht wirklich gut für uns, denn unser Gegner muss mindestens 10 Eckbälle in den beiden Spielen bekommen. Das ist natürlich Gefahr für Gegentore. Aber gut, immerhin steht Gregor Kobel wieder im Kasten. Ja super, und es geht gleich munter los mit dem Eckball in Spielminute 2. Und Freunde, die meisten Eckbälle konnten wir gut verteidigen, aber manchmal kam uns wirklich brandgefährlich. Marquinhos auf Mbappé, abseits, der ist nicht im Abseits, Kobel, oh, der war nicht im Abseits, ja... Leck mich fett, Freunde. Doch am Ende reichten PSG nicht mal 13 Ecken im Hinspiel, als auch 17 Ecken im Rückspiel für ein Tor. Auch wenn es einmal wirklich haarscharf war. Oh, komm weg mit der Pille, nicht Mbappé, Pfosten, Junge. Mein Herz. Aber die Entscheidung muss wieder im Elfmeterschießen getroffen werden und Kobel hat den ersten. Junge, Sebastian Haller, bitte jetzt treffen, er macht es doch. Oh, ich habe ein gutes Gefühl. Carlos Soler, der macht ganz wenig Tempo. Oh, Pfosten, der verschießt. Junge, was ist hier los? Wie schlecht Elfmeterschießt PSG malen und wir stehen mit einem Bein im Champions-League-Finale. Kylian Mbappé, komm, nach rechts jetzt. Ja. Junge, was ist denn hier los? Aber gut, mir soll's recht sein. Adeyemi mit dem frechen Lupfer in die Mitte und schickt uns ins Champions-League-Finale. Let's go, Freunde! Und dort wartet das Gegner ausgerechnet Atletico Madrid, eine Mannschaft, die dafür bekannt ist, kaum Gegentore zu bekommen. Die haben sich, by the way, im Halbfinale gegen Olympique Marseille durchgesetzt. Wie sind die bitte in ein Halbfinale gekommen, Männer? Keine Ahnung. Und wir gehen gehypt rein in das große Finale. Aber davor müssen wir natürlich noch das Glücksrad drehen. Bitte Glücksrad, bitte lieber Fußballgott, lass es was Gutes sein. Oh, das wird ganz, ganz eng. Bitte Ersatztorwart. Nee, es wird ultimative Schwierigkeit. Alter.
Memphis wird jetzt eine richtig harte Nuss. Oh, Memphis, Depay ist frei durch, nicht zum Schuss kommen lassen. Kobel ist da, let's go. Oh, Depay ist frei durch, Depay ist frei durch, Depay ist frei durch und Kobel hat ihn wieder. Oh. Gregor Kobel rettet uns in allerletzter Sekunde und so steht es auch nach 120 Minuten im Champions-League-Finale. 0-0. Und wieder muss ein Elferschießen die Entscheidung bringen. Daniel Mann legt vor für die Borussia. Carrasco gegen Kobel. Komm, komm, rechts. Kobel hat ihn! Ja, der Kerl ist eine Maschine. Adeyemi, guter Schuss und den Jan Oblak verladen. Und der läuft da irgendwo gegen den Pfosten. Völlig egal, jetzt Griezmann. Den nächsten Gregor Kobel, der BVB. Der ist unbesiegt beim Elferschießen. PSG vorhin auch kein Elfer getroffen. Atletico auch noch nicht. Jetzt der Erste, der vorbeigeschossen ist vom BVB. Memphis Depay, aber Kobel hat den Nächsten. Junge, das ist ultimative Schwierigkeit. Und Moukoko hat den Matchball. Der 18-jährige Youssoufa Moukoko hat den Matchball und macht Dortmund zum Champions-League-Sieger. Und ich habe die Champions-League gewonnen, ohne ein einziges Tor zu schießen. Und das bedeutet nicht nur den zweiten Champions-League-Titel für den BVB, sondern auch, dass ich keine Chili esse. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, wird dir auch das Video gefallen, wo ich die komplette Fußball-WM gewinne, ohne ein Tor zu schießen. Also hier klicken und jetzt gleich angucken. Süß.